Oh my goodness, es ist soweit! Der fucking Cyber-Enddrache. Ja moin! Als ob. Ey, ich habe so lange auf diesen Pisser gewartet. Auf Level 10, nach keine Ahnung wie oft ich diesen Cyrus besiegt habe, gerade vorher noch, mit Level 40, doppelte Belohnung, nie habe ich diesen scheiß Fahrrad bekommen und jetzt auf Level 10, komplett random, kurz das Farmdeck angeschmissen, BAP! Moment, kann ich den jetzt mit meinem Farmdeck killen? ...24.000 Angriff mit Effektschaden. Oh, ja! Du Hurensohn! Oh mein Gott, als ob! Als fucking ob, Digga! Oh mein Gott! Auf Level 10! Das Fahrrad bekommen und damit Zane besiegt und jetzt haben wir Zane freigeschalten, weil man dieses scheiß Fahrrad braucht. Das ist so ätzend. Dunkler Zane und das Deck von Dunkler Zane können jetzt verwendet werden. Ah, wird es irgendwann den hellen Zane auch noch geben, also den guten Zane oder warum steht das so konkret da? Cyber mit Steel, das ist eine sehr coole Fähigkeit. Also in 4 Tagen kriegst du um die 400 Gems und in 7er und 800er Etagen gibt's Chancen auf SR-Tickets, wie beim Casey Cup UR-Tickets. Ja, das kenne ich. That is crazy. Also wir haben Feinkontrolle, wir haben Angriffsabwehreinheit und wir haben eine Polymerisation auf der Hand. Das ist eine sehr gute Hand. Damit werden wir, wenn wir mit irgendwas gewinnen, dann auf jeden Fall jetzt, mit der Hand. Ja, er will wahrscheinlich wieder, ja. Er will wieder angreifen, der Junge. Bra! Aber nein, nicht mit mir! Haha, kriegen wir jetzt noch einen Kirin. Okay. Warum kann ich nicht, ah, jetzt kann ich. Okay, verstehe. Effekt aktivieren, Polymerisation vorzeigen, jetzt ist es ein Cyberdrache. Das heißt, jetzt kann ich den Typen für so einen Typen abwerfen. War das gut? Der hat viel weniger Angriff. Okay, ich lass das einfach mal so. Oh nein, er wird mir meinen fucking Protodrachen killen. Oh no! Wingman! Der Wingman, Alter. Necroshade, ja, ja. Und jetzt? Okay, okay! Ich hätte definitiv fusionieren sollen. Dann hätten wir jetzt wenigstens irgendwie ein 2400er Monster. Ich meine, theoretisch kann ich das immer noch. Die Frage ist... Okay, soll ich das tun? Jetzt kann ich nicht fusionieren. Genau. Aber ich zeige eine Polymerisation in meiner Hand. Das heißt, er ist jetzt ein Cyberdrache geworden. Und jetzt kann ich die fusionieren. Ich kann aber nur Chimera Tech Überdrache holen. Ah, aber ich kann auch auf meiner Hand. Alter, was? Willst du mich verarschen, Digga? Holy shit! Ich habe gerade 5 Monster oder so geopfert für diesen Chimera Tech Überdrachen. Und was macht er jetzt?
4000 Angriff? Sheesh, boy. Heldensignal. Er holt ihn einfach zurück. Ich kann aber nochmal angreifen. Bra! Alter. Oh mein Gott. Wie oft konnte ich jetzt angreifen? 800 für jedes Fusionsmaterial. So oft angreifen wie die für ihre Fusionsbeschwörung. Alter, ich hätte gerade 6-mal angreifen können mit einem 4000er Fusionsmonster. Holy shit. Okay, das ist crazy. Oder 5-mal, ne? Je nachdem, was ich hier reingeballert habe. Okay, das ist echt crazy. Also, wenn du das durchziehen kannst, wenn du das hinbekommst, warum spielt man das nicht? Warum wird das nicht gespielt? Das ist doch mega stark. Ich meine, es ist super unkonsistent, weil das noch überhaupt nicht funktioniert, weil, ne, mir fehlen halt so ziemlich alle Karten.